Ich hatte 5 Wochen keinen Computer. Warum habe ich 5 Wochen keinen Computer? Fragt ihr euch jetzt berechtigterweise. Ja, Mucke ist echt nervig, ne? Machen wir den Scheiß mal aus. Kann ich meine Kacke nämlich auch in Ruhe zu Ende erzählen. So, ich habe 5 Wochen keinen Computer gehabt, weil ich habe mir einen niegelnagelneuen PC gekauft mit einer 2080 drin. Eine Woche gespielt, schön Ballaballa, Battlefield und Apex und so ein Scheiß, Alter. Und dann, bumm, kriselt die ganze Grafikkarte auf dem Bildschirm. Ich denke so, Alter, was ist da los, ey? Das kann doch nicht sein. Ich so, krissel, krissel, so flacker, flacker. Ja, und dann hat sich rausgestellt, die ganze Grafikkarte ist einmal schön durchgeburnt, ey. Komplett überhitzt, schön Malle-Süd-Äquator-Style. Ich bringe meinen PC also zur Reparatur. Ja, ihr wollt Sachen reparieren lassen, ihr fahrt mit dem Auto in eine Kfz-Werkstatt, der sagt euch, das ist kaputt, Attacke. So läuft's. Nee. Ich habe einen lokalen Elektromarkt aufgesucht, der fertige oder beziehungsweise zusammengestellte PCs von ausgewählten Herstellern bei sich anbietet. Alter. Doppelklang. So, Doppelklang, Alter. Hab dem gesagt, jo, mein PC, ich hab den sogar, also ich bin doof, ich bin auch faul. Aber ich bin nicht blöd. Das ist ein Unterschied. Oh, ich muss den Kaffee zur Seite stellen, nicht, dass ich wieder umkippe. Geh ich da hin, dass so, ja, die Grafikkarte ist kaputt und der Lüfter funktioniert nicht richtig. Denkt man sich natürlich jetzt, normal denkender Mensch, versteh das. Aber nicht Frau Müller. Frau Müller schreibt auf, PC geht nicht mehr. Bitte untersuchen. Leider habe ich dieses Protokoll, dieses ausführliche Protokoll, nicht begutachtet, bevor ich es unterschrieben habe. War natürlich schwierig. Ich dann also 2 Wochen gewartet. Nach 2 Wochen kriege ich eine SMS von dem Laden und sage, ja, moin hier, Kalle, Alter, du kannst deinen schönen PC wieder abholen. Ich so, geil. Und dann fahre ich dahin. Eben erklärt, ich habe ein eindeutiges Hardware-Problem. Hart. Wie so ein Lörris, habe ich angegeben. Was steht also auf dem Protokoll? Die haben fucking Windows neu installiert, Alter. Windows Software wurde neu installiert. Ich stehe da in diesem Laden vor Frau Müller. Nee, es war sogar Herr Müller. Aber ich glaube, die waren nicht verwandt. Aber ohne gelogen. Es waren eine Frau und ein Herr Müller im gleichen Laden. Ich dann also vor Herr Müller gestanden und habe gesagt, die Frau Müller, Alter, die hat das hier vor 2 Wochen angenommen und ich habe gesagt, ich habe ein Hardware-Problem. Wenn ich den PC jetzt mit neuer Windows-Software mit nach Hause nehme, mache ich das Ding 10 Minuten an und das fängt wieder an zu flackern. Da dachte er natürlich, er ist Fachkraft. Er ist Herr Müller, Alter, aus dem Elektrohandel. Geht dann da an die Theke, sagt so, ja, nehmen Sie das Ding erstmal mit nach Hause. Ich habe das jetzt im Kopf vermerkt. Und wenn es nicht funktioniert, dann kommen Sie einfach wieder. Und dann habe ich gesagt, ich brauche nicht nach Hause fahren, Herr Müller. Ich bleibe jetzt hier, ihr nehmt das Ding gleich wieder mit. Ich fahre doch nicht die Scheiße jetzt hier Kilometer nach Hause in mein Wohnzimmer, Alter, um das Ding wieder anzuschließen, damit sie mir dann sagen, ja, ja, oder nee, damit ich ihnen dann sage, hab ich ja gesagt. Dann Herr Müller sagt, ja, aber das sind doch die Vorschriften, sie müssen das jetzt mit nach Hause nehmen. Ich so, ich gehe jetzt mit diesem Karton durch die Tür, komme in 5 Minuten wieder, gehe einmal im Pudding, pinkel nochmal an der Laterne wie so ein Hund und dann komme ich wieder rein. Dann sagt er, ja, müssen Sie wissen. Da ist mir ja fast eine Ader geplatzt, ne? Ich wusste es ja auch. So, ich bin nach Hause gegangen. Wie ein guter Mensch, ja, wie ein guter Bürger, der sich an die Regeln hält, Alter. Bin ich dann nach Hause gegangen, hab das Ding angeschlossen, 10 Minuten, pff, alles wieder am Flackern. Ja, surprise, Motherfucker! Ich dann also die Scheiße wieder eingepackt, in den Karton reingesteckt, weißt du? Und dann bin ich da wieder hingewatschelt. Scheiß Karton wiegt auch 20 Kilo, Alter. Was ist dann natürlich bei diesem Service Point, wo genau eine Person, ein scheiß Herr Müller, arbeitet? Eine Schlange bis nach Meppen Süd. 10 Leute stehen da. Ich stehe da also wieder 2 Stunden an, Alter, weil da irgendeine Oma ihren scheiß Kaffeeautomaten da, ihre Kaffeemaschine abgeben will, weil der Stecker nicht mehr funktioniert. Entschuldigung, muss ich mich mal kurz aufreden. Ich nehme doch mal hier eine Erdbeere, obwohl ich keine habe. Oma Gertraud mit ihrem Wasserkocher da. 2 Stunden später. Ja, sind ja schon wieder da. Ja, ach nee, bin ich schon wieder da, Herr Müller, Alter. Ich habe hier vorne 2 Stunden gesagt. 3. 3,5. Ich schwitze, ich bin fett und ich habe einen kaputten Computer. Machen was. Er dann da das Ding wieder angenommen. Ja, was ist denn damit? Was ist denn mit dem scheiß Computer? Herr Müller. Ich war eben hier. Sie haben das Ding zurückgegeben. Und ich habe ihm genau gesagt, was mit dem scheiß Computer nicht funktioniert. Ach so. Die Leute dann im Service. Also ich weiß nicht, ob ihr im Service arbeitet oder ob ihr Leute kennt, die im Service arbeitet. Da kommt der Satz, der einen am meisten triggert. Weil den willst du nicht hören als Kunde. Willst du nicht. Du willst nicht mit was Kaputtem irgendwo hingehen. Auch letztens. Internet kann ich auch erzählen. Super Geschichte. So, ich wollte haargenau wissen, was der da aufschreibt. Und ich schwöre euch,
Oh, ich hab das leider nicht hier. Ich würde so gern vorlesen, was der da... Also das war grammatikalisch, sinngemäß und inhaltlich komplett falsch, Alter. Aber ich hab dann nochmal so ein bisschen... Ich hab das nochmal korrigiert für ihn. Damit es nochmal anders... Und da war der natürlich auch ein bisschen garstig dann am Ende, weil er dachte, ich würde ihm unterstellen, er kann seine Arbeit nicht machen. Aber der Satz, den er dann gesagt hat, als ich dann natürlich stand, Alter, nach 3,5 Stunden Scheiße hin und her, obwohl ich mir das hätte sparen können, weil ich genau wusste, die letzten 2 Wochen waren für den Arsch, weil ihr nur scheiß Windows installiert habt und weil ihr nicht zuhört, Alter. Herr Becker ist mein Nachname. Ich kann Sie da wirklich voll verstehen. Man lernt in Kommunikationsmeetings, in Kommunikationslehrgängen, lernt man quasi den Kunden abzuholen. Ja, ihnen ein gutes Gefühl zu vermitteln. Und Herr Müller sagt nach dieser ganzen Aktion... Ich kann Sie da voll verstehen, Herr Becker. Ich sage, unbedingt muss die gesamte Hardware des Computers überprüft werden, da eventuell Lüfter, CPU und der dazugehörige Lüfter und sowie die Lüfter der Grafikkarte nicht optimal harmonieren. Das sind die Worte, die ich 1:1 verwendet habe. PC funktioniert nicht, bitte Hardware überprüfen. PC geht nicht, weil Netzteil nicht richtig funktioniert, weil Grafikkarte vermutlich im Arsch. Grafikkarte klein geschrieben, Netzteil auseinander. Schreiben Sie mal ein bisschen genauer. Habe ich nochmal so ein bisschen diktiert. Und er so, ja. Und er hat fast nichts geändert. Im Endeffekt sollte ich dann wieder 2 Wochen warten. Ich sag so, wie lange dauert denn das? Habe ich die Möglichkeit, ein Ersatzgerät zu bekommen? Er dann natürlich wieder in alter Herr Müller-Manier. Ja, Herr Berger, ich kann Sie da voll verstehen. Mich würde es auch total ärgern, Alter. Aber ich kann da jetzt eigentlich gar nichts machen, außer das Gerät wieder wegzuschicken. Und Sie müssen dann halt warten. Weil wir sind ja zu blöd gewesen, zu verstehen, was Sie eigentlich anfangs gemeint haben. Vor 2 Wochen, Alter. Aber ist nicht mein Problem. Ich bin ja nur Müller. Und mich interessiert Ihr Problem gar nicht. Deal with it, motherfucker. Er hat gesagt, nach 2 Wochen haben Sie das Ding wieder. Ich nach 2 Wochen da angerufen. Ja, Becker, mein Name. Ich habe Anfang Januar einen scheiß PC bei Ihnen gekauft. Der ist scheiße gewesen. Mach was. Der ist jetzt seit 4 Wochen bei Ihnen in der Reparatur. Ja, wir müssen Windows neu installieren, Alter. Ach, huch. Ist ja alles kaputt. Wussten wir gar nicht. Ja, ist noch in Arbeit. So, ja, wie lange dauert das denn? Ja, weiß ich nicht. Ich habe den Entwickler auf Twitter angeschrieben. Ich bin der Kalle. Nein, ich ganz normal geschrieben, yo, ich habe mit der und der Seriennummer an dem und dem Tag da und da das gekauft. Er dann so, yo, habe ich gefunden. Im Endeffekt ist es so, der Laden, also der Fachhandel, hat das Ding bei uns gekauft. Oder wir sind jetzt gar nicht zuständig. Und die haben eine eigene Werkstatt, wo sie sowas dann bearbeiten. Eine eigene Werkstatt voller Herr Müllers. Ich habe gedacht, ich sehe das Ding nie wieder. Ich habe gedacht, das Ding ist durch. Wenn da 10 Herr Müllers Windows neu installieren in 2 Wochen, wie viele Herr Müllers brauchen die bitte, um eine fucking Grafikkarte auszutauschen und ein neues Netzteil einzubauen und dann dem Herrn Mecker zu sagen, Alter, der Lachs löppt wieder. 4 Wochen. 3,5. Ich habe also insgesamt 5,5 Wochen und nach 200 Herr Müllers gewartet, Alter, bis mein... Boah, ein simples Problem im Endeffekt. Also es ist ja okay, wenn mal ein technischer Defekt da ist. Passiert ja immer wieder mal, gerade bei Serienproduktion. Da ist das halt mal so, da ist halt ein Teil mal kaputt. Dann nimmst du das Teil raus, Alter, und stellst es zur Seite. Und guckst es dir an, baust es woanders ein. Aha, ist kaputt. Ja, gut, brauchen wir nicht mehr. Dann nimmst du das gleiche Teil, aber in neu. Nimmst es aus der Verpackung auch raus, machst den Zipper auf, Alter, ziehst es raus und steckst es da in das Gerät rein. Easy. Komplett einfach. Drückst du auf an. Windows ist schon installiert, weil das ist auf der Festplatte, nicht auf der Grafikkarte, Herr Müller. Ich meine ja nur. Drückst du auf an, installierst vielleicht noch einen Treiber. Aber das ist ja auch schon fast zu viel verlangt. Ja, jetzt Ende vom Lied. Letzte Woche habe ich den abgeholt. Hat alles funktioniert. Ich habe den jetzt angeschlossen übers Wochenende. Stecker rein. Monitor an. Enter. Wie ich erwähnt habe, ich bin jetzt nach Spandau gezogen. Ich habe dann Internet umbestellt. Ich hatte bei dem Anbieter, wo ich bin, seit 2011 bin ich Kunde bei dem Anbieter, wo ich jetzt Anbieter bin. Dings. Wenn ihr euer Internet bestellt, anrufen ist by the way OP. Ich sage euch was. Die wenigsten Firmen rechnen mittlerweile damit, dass du da anrufst. Also wenn ihr ein Problem habt, dann ruft da an. Nicht scheiß E-Mails schreiben. Dauert 100 Jahre. Wenn du da Internet bestellen willst, dann wird da 50k.
100k Ultra Mega Super DSL aller wird dir dann angeboten. Was kriegst du? Die Hälfte. Immer die Hälfte. Die bieten 50, andere kriegst 25. Wenn ich einen ganzen Kuchen kaufe, will ich auch nicht nur den halben haben. Ja, geht aber so durch, weil die Telekom dann sagt, nö, mehr kriegt ihr hier nicht. Habt ihr selber Schuld. Jedenfalls, letzte Woche Montag hatte ich einen Termin. Was macht ein Techniker, wenn er vorbeikommt? Wenn ein Techniker bei dir in die Wohnung will, was muss er tun? Dann hast du einen Termin mit dem Techniker. Was sollte der auf jeden Fall machen, um bei dir in die Scheißwohnung zu kommen? Klingeln. Wie nennen wir den denn? Herr Müller war der andere? Herbert. Zwischen 8 und 24 Uhr kommen wir vorbei. So um den Dreh. So Pi mal Daumen. Kam angeblich um 15.25 Uhr. So, ich den ganzen Scheißtag früh aufgestanden. Als YouTuber steht man nicht um 7:30 auf. Sag ich, wie es ist. Herbert, angeblich um 15.25 Uhr bei mir gewesen. Ich dann einmal kacken gewesen, weißt du? Und normalerweise nehme ich mein Handy immer mit, aber ich hatte es in dem Moment nicht dabei gehabt. Ihr Anruf gehabt von 1&1. Ich so schnell angerufen. Und dann bist du ja erstmal bei 1&1. Kannst du ja niemanden, kannst ja nicht Sabine direkt zurückrufen. Nein, Sabine ist erst über... Ja, beruhig dich. Es ist über 10 irgendwelche Warteschleifen und ja, haben Sie schon unser Mobile-Angebot? Nein, ich will kein Mobile-Angebot! Ich will, dass der Kacktechniker bei mir in der Wohnung ist und scheiß Internet verlegt, Alter! Oh, ja, dann leiten wir sie jetzt weiter. Sind Sie damit einverstanden, dass wir das Gespräch aufzeichnen? Ja! Jetzt gib mir Sabine! Geh dann erstmal Thorsten ran. Ich sag, ich will Sabine! Was willst du, Thorsten? Ja, ich hab gehört, angerufen, Alter. Ich so, ja, aber die Sabine hat eben angerufen. Gib mir mal die, weil die hat mit dem Techniker, der jetzt hier vor einer Viertelstunde bei mir vor der Tür stand, angeblich, telefoniert, dass ich nicht da bin. Ja, ich leite sie mal weiter. Danke. Was sind die 1&1 Hintergrundmusik da, wenn du da anrufst? 1&1, kennt ihr diese Musik, wenn ihr in deiner Warteschleife seid? Und dann irgendwann geht die einfach aus. Leider sind alle unsere Leitungen momentan besetzt. Wenn Sie Hilfe oder Fragen haben zu Ihrem Anbietertarif, dann gehen Sie doch einfach auf www.1&1.de/Hilfecenter. Ich will nicht ins fucking Hilfecenter jetzt mit Sabine reden, damit den Scheißtechniker zurückruft, der jetzt schon wieder in Spandau Süd ist. Oh, aufgespuckt. Irgendwann geht Sabine ran. Jo, Herr Bigger, sag mal, sind Sie nicht zu Hause? Ich so, Sabine, jetzt hör mir mal zu. Wir haben jetzt 15.35 Uhr, weil ich schon mit dem 1&1 Digital, wie heißt denn diese scheiß Digitalstimme da, Alter, habe ich da mit der erstmal geredet. Dann hat Thorsten den Hörer abgenommen, obwohl ich zu ihnen wollte. Ist auch scheißegal eigentlich, weil die ja alle irgendwie helfen können. Aber nein, du bist so von Abteilung zu Abteilung zu Abteilung. Und dann so, ja, sie sind jetzt hier aber bei DHL gelandet. Ich wollte aber zu 1&1, Alter. Ja, wo ist denn der Techniker? Ja, der war eigentlich eben bei Ihnen da. Herr Becker, aber Sie sind offensichtlich nicht zu Hause. Das kostet 60 Euro extra, weil ja, der Technikertermin ja nicht. Ich so, was für 60 Euro, Sabine? Das kostet keine 60 Euro extra. Ich sitze hier, halb verhungert. Ich habe schon 30 Kilo abgenommen heute, weil Herbert nicht hier war. Das kann ja gar nicht sein. Herbert hat mich gerade angerufen. Sie müssen auch zu Hause sein. Ich so, bin zu Hause! Rufen Sie den nochmal eben an. Der müsste hier noch um die Ecke sein. Kann ja nicht lange her sein. Dann soll er halt jetzt vorbeikommen. Die sind ja eh immer für so eine Stunde gebucht, oder nicht? Ja, haben sie eigentlich recht, aber ja, wir erreichen den jetzt auch nicht. Was ich mich direkt gefragt habe, warum ruft mich 1&1 an? Warum ruft mich Sabine an und nicht Herbert? Das habe ich sie dann auch gefragt. Frau Sabine, warum haben sie denn dem Herbert nicht meine Nummer gegeben? Ja, dürfen wir nicht. Ich so, wieso dürfen sie meine Scheißnummer nicht rausgeben? Junge, mich ruft einmal die Woche, ruft mich hier der WWF an und fragt, ob ich einen Panda abonnieren will. Und sie dürfen dem scheiß Herbert nicht meine Nummer geben? So, ich den dann die Sabine gefragt, hat der denn überhaupt hier geklingelt? Ja, der stand da 10 Minuten. 10 Minuten stand niemand vor meiner Tür. Ich wohne im Ghetto. Wenn der 10 Minuten da steht, dann wird der selber geklaut. Der hat einen Koffer dabei. Da wollen die Leute wissen, was drin ist. Herr Becker. Und dann wieder dieser Satz. Was hat Herr Müller im Elektrohandel zu mir gesagt? Wie kann sie da voll und ganz verstehen? Ah! Für mich geht's ja dabei auch, ich meine, es ist jetzt ja witzig, wenn der Kalle leiden muss und so, ne? Für mich geht's ja aber auch darum, der Service in Deutschland, Alter. Ich selber habe mal in der Gastronomie einen direkten Kundenservice gearbeitet. Und ich habe sogar auch im Telefonservice gearbeitet mal. In der Tanzschule. Ich habe den ganzen Tag Leuten zugehört, wie die sich beschweren. Über Dinge, über die man sich eigentlich nicht beschweren muss. Aber meine Füße tun so weh, ich kann heute nicht tanzen. Ja, ist mir doch scheißegal. Ja, kriege ich einen Rabatt? Nein! Piss dich! So, dann war der jetzt heute da. Keine Ahnung, wie der Herbert heute hieß. War ein Netter. Und guck an. Der ist vor meine Tür gegangen. Da stehen ganz viele Namen. Oh, Bäcker! Ich glaube, ich musste, Herr Bäcker! Bring! Ich zur Tür gerannt, alle richtig gesprintet. Hallo!
Ja, ich bin hier wegen Internet. Geil, komm hoch. Zack, war der drin. Bohrt da ein bisschen an der Leitung rum. Ja, ich muss mal kurz in den Keller. Ja, in den Keller gegangen. Bohrt da auch ein bisschen an der Leitung rum. Ich weiß auch sowieso nicht, wieso muss im Jahr 2019 immer noch so ein Herbert in meine scheiß Wohnung und an meiner Dose rumspielen. Ich bin der Einzige, der an Dosen rumspielt, Alter. Ja, jetzt habe ich Internet. Und einen Computer.